Es ist gut, ehrlich zu sein, aber manchmal können einem Menschen auch echt zu nahe treten. Regelmäßig viele kostenlose Produkte zu bekommen. Man macht irgendwas Schlechtes und jemand nimmt es auf. Schlimme Dinge passieren. Was ist mit deiner letzten Frisur? Meine letzte Frisur war... Ich habe da eine Frage. Kannst du aufhören, mich zu unterbrechen? Wo man meine Brust sehen konnte. Bars and Melody. Das britische Erfolgsduo bei Two Flash Fabian im Interview. My name is Charlie. And my name is DeAndre. And together we're Bars and Melody. Bam. Two Flash. Yo, what's up, guys? We're Bars and Melody and you're watching Two Flash Fabian. Neben mir ist Bars and Melody, aber bevor wir mit dem Interview anfangen, stellt euch einfach mal bitte vor. Hallo, wir sind Bars and Melody, kommen aus Großbritannien und wir? Machen Musik, aber wir genießen es auch zu schwimmen. Okay. In den letzten Monaten habt ihr ja Songs veröffentlicht. Was war davon so euer Favorit? Welchen Song feiert ihr persönlich am meisten? Mein Lieblingssong, den wir veröffentlicht haben, ist der Song Waiting for the Sun. Der ist einfach nur der Knaller. Und ich denke, wenn du den Song hörst, wird es auch dein Lieblingssong werden. Ich würde sagen, mein persönlicher Favorit ist momentan Teenage Romance. Ein Feature mit Mike Singer. Ich liebe diesen Song einfach. Er bringt eine tolle Stimmung herüber. Angenommen, jemand in eurer Community fühlt sich schlecht, was würdet ihr zu der Person sagen, um sie wieder glücklich zu machen? Meiner Meinung nach ist unsere Community wie eine Familie. Also würde ich wahrscheinlich sagen, dass sie sich Hilfe von dieser Familie suchen. Sie helfen sich gegenseitig und stellen immer sicher, dass es allen gut geht. Wenn du dich in unserer BAM-Fam, wie wir sie gerne nennen, traurig fühlst, lass es einfach raus. Ich bin sicher, jemand wird sich dir annehmen. Ihr redet ja in der Öffentlichkeit über eure Beziehungen. Warum? Weil es gibt ja auch Leute, die das zum Beispiel privat halten. Ich denke, ehrlich mit Menschen umzugehen ist die Hauptsache im Leben. Es besteht einfach keine Notwendigkeit, sich zu verstecken oder zu lügen, weißt du? Ich denke einfach, das ist der falsche Weg. Ja, ich stimme dem zu. Es ist gut, ehrlich zu sein. Aber manchmal können einem Menschen auch echt zu nahe treten. Wo lebt ihr denn aktuell? Ich lebe auf der sonnigen Seite der Insel. Countryside. In Wales. Ich habe ein Zuhause in Bournemouth. Das ist da, wo meine Base ist, meine Familie lebt. Aber ich habe auch einen Wohnsitz in Deutschland. Was würdet ihr sagen, ist so das, der größte Vorteil daran, eben ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen? Einfach die Möglichkeit zu haben, unsere Botschaften und unsere Geschichten zu zeigen und damit die Leute unsere Musik fühlen zu lassen. Unsere Musik ist unser Leben und unsere Geschichten sind alle eine Art Kunstwerk. Die Tatsache, dass sich die Menschen das anhören, wertschätzen und für ihr Leben benutzen, das ist einfach eine Ehre. Das ist das Größte für mich. Meiner Meinung nach ist es auch ein Vorteil, regelmäßig viele kostenlose Produkte zu bekommen. Just loads of free stuff. Man, it's crazy. Ehrlich, ihr solltet das ausprobieren. Ihr habt jetzt ziemlich viel Positives genannt. Gibt es denn auch negative Sachen eben an dem Leben in der Öffentlichkeit? Das Negativste ist wahrscheinlich, wenn man einen Fehler macht. Normalerweise, wenn man ein Teenager ist und einen Fehler macht, geht es meistens nicht so weit. Aber sagen wir mal, keine Ahnung, man macht irgendwas Schlechtes und jemand nimmt es auf. Das ist sehr, sehr schlecht für einen. Nicht das Beste. Man hat einfach nicht so viel Privatsphäre. Ja, ich empfinde das gleich. Man verliert ziemlich viel an Privatsphäre, auch viel mehr Druck, perfekt zu sein. Wie gesagt hat, wenn man jung ist, macht man Fehler und lernt aus diesen. Die meisten Leute beobachten andere. Alles, was sie machen, wird ständig beobachtet und beurteilt. Das ist definitiv schwer. Aber wir sind gute Vorbilder für unsere Fans, denke ich. Ja, ich denke so. Sehr cool. Gibt es denn bestimmte Sachen, wo ihr sagt, wenn ihr so zurück auf eure Karriere schaut, das würdet ihr im Nachhinein anders machen? Ich würde eigentlich nichts ändern. Ich denke, man sollte sich nicht mit der Vergangenheit anlegen. Meiner Meinung nach passiert alles aus einem bestimmten Grund, also auch, wenn schlimme Dinge passieren. Was ist mit deiner letzten Frisur? Meine letzte Frisur war in Ordnung. Das ist das, was du denkst. Ich würde nichts ändern. Was ist mit deiner Haarfarbe? Sei ruhig, schau deine Haare an. Im Leben führt das eine zum anderen. Ich habe da eine Frage. Kannst du aufhören, mich zu unterbrechen? Wenn du eine Sache änderst, kann das alles andere ändern. Also muss man es behalten. Wenn ich etwas in der Vergangenheit ändern könnte, wäre es wahrscheinlich, als ich noch sehr jung war, in der Schule. Als ich ein Hemd getragen habe, wo man meine Brust sehen konnte. Das sah nicht wirklich gut aus, oder?
Ihr wart ja heute hier jetzt auf der Glow in Wien ziemlich viel unterwegs, ziemlich viel Programm, seid beispielsweise aufgetreten. Wie sieht denn in eurem Leben ein ganz normaler Tag aus? Eigentlich gibt es keine Möglichkeit, das zu beschreiben. Jeder Tag ist anders. Selbst wenn man zu Hause ist, weißt du, man hat nicht immer den gleichen Tagesablauf und man kommt auch nicht immer zur selben Zeit nach Hause. Unser Leben hat auch einfach wenig Struktur, daher ist es wirklich schwer zu sagen, wie ein normaler Tag aussieht. An den Wochenenden, wenn ich ein Wochenende frei habe, führe ich meine Hunde aus und stehe um 10 Uhr auf. Frühstücke, bringe meine Schwester zu Starbucks mit einem neuen Auto. Am Abend breche ich dann gerne mit ein paar Freunden zum Skateboarden auf. Und ja, einfach ein bisschen chillen, wenn man Freizeit hat. Wir haben ja keinen weiteren Job, damit können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen. Manchmal haben wir kaum Freizeit, also muss man immer das Beste draus machen, sonst wird man verrückt. Ich denke mir, ihr verbringt zum einen ziemlich viel Zeit im Studio, zum anderen aber natürlich auch Zeit auf der Bühne. Was mögt ihr daran mehr? Es ist sehr schwer zu sagen, da es von der Show oder der Studio-Session abhängt. Es gibt bestimmte Studio-Sessions, bei denen fühle ich mich besser als bei vielen Shows, aber gleichzeitig gibt es auch einige Shows, die mich völlig umhauen. Also es ist sehr schwer zu sagen. Ich finde, Shows sind definitiv aufregender und unterhaltsamer, aber es ist auch etwas Besonderes, im Studio zu sein, um neue Musik zu kreieren. Ich denke, mein Favorit ist, es ist schwer zu sagen, wenn man in einer Studio-Session mit einem Produzenten ist, den man mag, und die gleiche Art anstrebt und einfach relaxed etwas Wow kreiert, was die Welt hören muss, dann ist es wirklich ein tolles Gefühl. Auf der Bühne zu stehen ist ein unglaubliches Gefühl, versteht mich nicht falsch, aber in einem Studio eine spezielle Session ist toll. Ich würde eine Studio-Session bevorzugen. Wir haben zum Abschluss immer eine Standardfrage bei uns im Interview, und zwar: Was habt ihr für die Zukunft geplant? Wir arbeiten gerade an unserem Album, das im März veröffentlicht werden soll. Wir arbeiten zurzeit sehr, sehr hart daran. Es ist fast drei Jahre her, dass wir ein Album veröffentlicht haben. Wir arbeiten also gerade sehr viel am Album. Wir sind einfach super gespannt und im Moment liegt unsere ganze Aufmerksamkeit und unser Fokus auf dem Album. Ja, noch in weiter Zukunft werden wir etwas entspannen. Am Ende des Jahres werden wir in Urlaub fahren und arbeiten am nächsten Album. Okay, dann euch auf jeden Fall soweit. Vielen lieben Dank fürs Interview. Dankeschön. Danke. Danke, Deutschland. Two Flash. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.